Hallöchen und wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Tropico 5. So, wir sind ja nach wie vor in der Weltkriegszeit, haben ja die Kolonialzeit schon seit einiger Zeit hinter uns gebracht. Viva la Revolution! Genau, Revolution! Und es geht uns wirtschaftlich eigentlich nicht schlecht. Wir verdienen ganz gut Geld mit Exporten. Da kommt auch gleich das nächste Schiff. Wir müssen halt nur bauen. Und das ist halt gerade so ein bisschen ein Problem, weil wir irgendwie aktuell nicht so viele Leute haben. Vielleicht fehlt es ja uns an, vielleicht fehlen ja uns auch so ein bisschen die dummen Bürger. Und wir haben hier nach diesem Angriff haben wir noch einiges zum Aufbauen, also es wird nicht einfach. Hier oben wird das Ding hier fertiggestellt, wie es aussieht. Durch den hier, oder? Ja, die bauen das Ding fertig, okay. Wo bauen die hier gerade? Die bauen gerade nirgends. Ja, die bauen das Ding hier. Die katholische Mission. Okay. Okay, das Ding ist fertig gebaut. Bringt uns erstmal nicht viel, weil wir... Oh, wir haben schon einen Abschluss. Nice. Hier haben wir 3 Studenten. Das ist auch sehr schön. Wir haben halt im Moment auch nicht so viele gebildete Bürger. Oh, wir haben eine Mission. Mal gucken wir mal. Ich mag diese Adriana nicht, Präsidente. Sie ist immer unfreundlich zu mir, beschimpft mich mit Wörtern wie dummer Affe und mag meine Pläne nicht. Selbst dann nicht, wenn sie funktionieren. Ich schlug beispielsweise vor, eine Fischereiflotte zu benutzen, um Minen vor unserer Küste zu legen, aber sie lachte mich nur aus. Können wir das nicht machen, Präsidente? Bitte! Bauen Sie 2 Fischereihäfen. Invasionsaufschub um 12 Monate. Nehmen wir doch an. Einen haben wir ja fast wieder. Na, was heißt fast wieder, aber der ist ja in Planung. Ah, hier bauen die jetzt auch die Dinger. Okay, wir können mal gucken, dass wir hier ein bisschen was aufbauen. Was haben wir denn? Kirche, Inquisition, Polizeiwache, Universität brauchen wir erst noch nicht. Bietet eine universitäre Ausbildung für Bürger mit einem Highschool-Abschluss, okay. Botschaft, ermöglicht die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu einer ausländischen Macht. Das Zollamt, dafür brauche ich Bestechungsgelder, okay. Militär, Festung. Oh, nee, das wollte ich jetzt nicht, bauen. Greif feindliche Soldaten in der Nähe an, okay. Verteidigungshauptquartier. Fischereitorler, sammelt Fischvorkommen rund um die Insel ein, produziert Fisch, muss aber über ein Fischvorkommen gebaut werden, okay. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Informationsministerium. Einzigartig reduziert Freiheit stark, kann unter Umständen Coup oder Aufstände verhindern. Okay. Spionageakademie. Einzigartig. Bildet Agenten aus und schaltet Spionageaktionen frei. Loyale Agenten in Tropico werden sie gegen feindliche Spionageoperationen verteidigen. Ist so gar nicht mal so. Ich muss neben einer Straße platziert werden, spielt Rollen im Einflussgebiet auf, reduziert Freiheit und verlangsamt den Verkehr. Oh, das ist nicht so schön. Einzigartig. Stellt einen Trupp Ranger bereit, die automatische Insel erkunden. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wir haben ja noch eine Menge... was erkundet werden muss. Bauen wir auch mal hier hin. Machen wir hier mal so. Okay. Dann müssen wir hier nicht die ganze Zeit andauernd die Leute losschicken. Sondern dieser Ranger-Korps würde sich dann selber darum kümmern. Und das wäre nicht schlecht. Okay, das haben wir auch. Wir haben halt nicht so viele Bürger, leider Gottes. Nicht arbeitsfähig sind 31. Okay. Arbeiterschaft... haben wir 107. Wir haben halt auch viel zu viele verfügbare Jobs und obdachlos sind auch einige. 3 aus der Highschool, okay. Okay. Der arbeitet auf einer Plantage. Ist aber kein schöner Job für ihn. Ich grüße Sie. Der arbeitet in der Highschool. Ah, dieses Fenster nervt. Einmal Präsidente, immer Präsidente. Ist ein Pirat geworden. Ach, das ist Renato. Und wer ist das hier? Was jetzt? Ambrosius. Und der? Es ist allein mein Wille, der zählt. Sebastian. Wo ist der Präsidente, Präsidente? Wo ist der L-Präsidente? Irgendwann haben wir hier schon mal genug Militär, aber hier ist aktuell noch niemand. Einen haben wir da. Gut situiert sind die Leute da. Das gefällt mir nicht so gut, ja. Wir brauchen aber trotzdem für unsere gut situierten Leute, wir brauchen mal ein bisschen
Hier, ein paar Häuser können wir bauen. Ich glaube, die waren auch für gut situierte Leute. Oder sind vor allem für gut situierte Leute. Hier. Oh, bauen wir da mal ein paar Häuser hin. So, wie sieht es dann aus mit unserem, nicht das, Handel. Natürlich haben wir keine Routen. Wir haben Bananen, können wir exportieren, Kakao, das nicht, Planken und Käseplanken, würde ich sogar sagen, könnten wir machen. Wobei, Käse produzieren wir auch, das ist ja auch nicht schlecht. Was bringt uns mehr Geld? Die Planken scheinbar. Wobei, eigentlich ist im Verhältnis auch nicht. Also, jetzt der Standardpreis ist bei 1500 und da kriegen wir 150 mehr. Hier kriegen wir 220 mehr. Ist zwar an sich weniger, klar, aber Käse produzieren wir ja sowieso. Machen wir das einfach mal so. Denn wir haben eine Molkerei. Nur haben wir nicht viele Leute, die da arbeiten. Das ist halt weniger schön, aber das ist ja egal. Oh, hier haben wir jetzt auch unsere arme Bevölkerung. Stimmt, hier können wir auch ein paar Häuser hinbauen. Dann packen wir da mal zwei Häuser hin. Wir bräuchten halt eigentlich mehr Leute. Persönliches Todesmann ersetzt die Elite-Infanterie des Palastes durch Kommandotruppen. Ui. Stimmt, wir können mal gucken, ob wir hier irgendwas akademisch auswählen. Die Bibliothek erzeugt 25% mehr Forschung. Ja, machen wir doch mal. Machen wir hier auch. Was können wir hier noch machen? Die Arbeitsqualität steigt um 20 Punkte, der Wohlstand der Arbeiter nimmt zu. Ah, weiß nicht, ob wir den Wohlstand verbessern wollen. Hier können wir nichts weiter machen. Transportbüro auch nicht, das auch nicht. Erhöht die Wohnqualität von Wohngebäuden in der Nähe um 10 auf maximal 20 Punkte, doch das Budget steigt um 25%. Okay. Was können wir hier noch machen? Selektive Züchtung. Nach dem Einbau dieser Verbesserung steigt die Effizienz jeden Monat um 100. Um jeden Monat an. Selektive Züchtung. Machen wir auch mal. Hier auch. Und bei dem dann auch. Die Effizienz steigt um 100 Punkte. Pflanzenschutz. Ach, machen wir auch. Was können wir bei denen hier machen? Tierischer Dünger. Machen wir mal. Hier unten habe ich keine Rinderfarm, ne. Na, machen wir hier einfach nochmal tierischen Dünger. Das ist hier wahrscheinlich... Ne, Schuhgehege erhöht die Arbeitsqualität um 10 Punkte. Machen wir doch mal. Und hier auch. Und es wurde Geld... Ich wurde exportiert. Ach ja, so ein... 24 Bürgerkammer. Nice, das ist schön. Das sind alles gebildete Bürger? Kurz mal pausieren, mal gucken. Ich liebe Tropico im Sonnen und wie kann ich helfen? Ne, ist ungebildet. Eieiei. Guten Abend! Also man kriegt nicht nur intelligente Bürger. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Ich meine, wir können es ja trotzdem gebrauchen. Okay, das sind die, die da gerade angekommen sind. Ja klar, die haben, müssen erstmal einen Job finden. Die ist bei Militär. Ich liebe Tropico im Sonnenuntergang. Ach, die arbeitet da oben. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Okay, unser Baubüro ist ein bisschen überfordert fast. Obwohl sie gut situiert sind. Ja klar, aber ich habe für gut situierte habe ich aktuell noch nicht so viele Wohnungen oder Gebäude. Die sind alles mehr für arme Leute. Aber dafür sind ja die Häuser hier da. Wir werden mal hier zum 2 priorisieren. Ist jetzt hier irgendwas mal fertig gebaut? Nee. Auch nicht. Es wird alles nicht so fertig gemacht. Ah, jetzt haben wir hier auch schon volle Auslastung und hier auch. Was macht der hier? Wochenmarkt. Die Nahrungsqualität steigt um 20 Punkte, aber das Budget steigt um 20 Dollar. Ach komm, machen wir mal. Und hier machen wir auch die Gemeinschaftshilfe. Und die Klinik ist aufgelegt. Wir haben 15.000 Geld bekommen. Geil. Neugeborenentrakt. Erhöht die Geburtenrate auf der Insel um 10 auf maximal 50%. Aktueller Bonus. Ja, das machen wir. Welch glorreiche Erfindung, Präsidente. Elektrizität. Eine Art geregelter Blitz, um es einfach auszudrücken. Und Sie können sie selbst erzeugen, indem Sie an einem Ballon reiben. Klingt fast so wie Furzgeräusche. Wir haben Kraftwerk, nice. Okay, Forschung. Da wird danach geforscht. Das ist die Panzerfabrik, Stahlwerk und Tischmanieren. Okay, ja. Na gut. Sehr schön. Wie sieht es hier mit unserem Trupp aus? Ach, die kommen gerade zurück. Ein Soldat ist immer im Dienst. Dann schicken wir sie gleich nochmal los. Schicken wir sie mal hier so hin.
Dann werden sie so ein bisschen quer hier gehen und decken das hier auf. Das ist gut. Die brauchen nämlich mehr Baufläche. Ah, die Häuser werden gebaut. Das, ja, die Häuser sind meiner Meinung nach gut situiert, wenn ich mich nicht irre. Dann gucken, hoffen wir mal, dass es auch so ist. Eine großartige Zeit, Diplomat zu sein. Alle eilen umher, um Verbündete für den Weltkrieg zu sammeln. Bankette und teure Geschenke sind Teil meines Alltags geworden. Beide Seiten bieten potenziellen Verbündeten hohe Belohnungen an. Warum bauen wir keine Botschaft und laden jemanden ein, damit wir noch bessere Geschenke bekommen? Bauen Sie eine Botschaft und laden Sie eine ausländische Macht ein. 20 Beziehungspunkte zur eingeladenen ausländischen Macht. Okay, Botschaft ist, hier. Kostet sogar gar nicht mal so viel. Kann man die hier unten hinklatschen? Würde ja Sinn machen, die da hinzupacken. Ja, direkt an den Hafen. Wie kann ich helfen? Okay, der baut da unten. Das ist gut. Aber was er nicht macht, Fischereihäfen, Wachtürme müssen wir noch bauen. Okay. Und Wolle müssen wir exportieren. Wird ja auch hergestellt mittlerweile. Sehr schön. Hier können wir auch was verbessern. Gut situiert. Ja, genau. Wohlstand bin ich gut situiert. Das ist gut. Gut situiert ist gut. So, wir bauen hier mal die Straße weiter. Hier mal durch den Wald durch. Und dann hier zum Wasser. Ich möchte hier noch einen Hafen hinbauen. Hafenanlage. Ah, das klappt nicht, schade. Dann packen wir den Hafen dahin. Sehr schön. Weil ich möchte natürlich zwangsläufig dann in die Richtung expandieren. Und den Ranger Corps, den sollen die mal schneller fertig machen, damit die auch was zu tun haben. Sonst muss ich ja hier noch alles selber erkunden. Das wäre ja auch scheiße. Ich bin ganz hoch. Aber es läuft. Also eigentlich so an sich läuft es. Wir kriegen Geld rein. Jetzt wir 10.000. Ist zwar jetzt nicht die Welt, klar, aber so im Großen und Ganzen müssten wir eigentlich nach wie vor Plus machen. Wobei jetzt die Ausgaben aktuell ein bisschen hoch sind natürlich. Und wir haben Korruption. Das ist auch nicht schön. Ja, die Gebäudebudgets und aber die Bauprojekte sind natürlich, wir haben gerade so viele Bauprojekte, das ist natürlich verständlich, dass die, dass das, das sag schon, dass es halt teuer ist. Ah ja, da oben schicke ich halt die Leute hin, genau. Ach, die laufen über die Straße. Ich habe gehofft, die laufen so querfeld ein. Oh, neue Quest. Der Orden hat ein Lieferabkommen für einige Panzer der 3000er-Serie abgeschlossen, entwickelt von den besten Ingenieuren Italiens. Ein vielversprechendes Modell, das alle anderen Panzerfahrzeuge auf dem Schlachtfeld in die Tasche stecken wird. Da bin ich mir sicher. Der Orden wird sich um Details kümmern. Sie müssen unsere italienischen Partner allerdings mit Rohstoffen versorgen. Exportieren Sie 5000 Baumstämme. Ja gut, das sollten wir hinkriegen. Wir haben ja schon 409 im Ausgang. Sehr gut. Wird ja nicht alles hier zu Planken verarbeitet. Wo ist denn, wo sind denn, ist denn eigentlich die Plankenfabrik? Hatten wir doch eine gebaut, oder? Hatten wir eine gebaut? Oder haben wir doch keine? Molkerei? Ich glaube, wir hatten keine Planken gemacht. Oh, was ist denn hier? Womit kann ich dienen? Aktuell ist er mittellos, aber er ist bei der Highschool angestellt, deswegen wird er bald auf gut situiert umsteigen. Was haben wir hier? Ay, caramba! Er hat auch Highschool, arbeitet in der Molkerei. Das heißt, er wird auch bald gut situiert sein. Ja, wir haben zu wenig gut situierte Gebäude. Wie viele wohnen da? Und hier? Wie ist denn überhaupt die Auslastung hier? Und wir reißen das Ding mal ab und reißen das Ding mal ab und werden da zwei Häuser hinstellen. Hei, hei, hei. Ah, das Ding funktioniert auch wieder. Sehr schön. Oh, die Klinik ist überfordert sich gerade. Wir brauchen noch eine weitere Klinik. Na, packen wir da noch eine Klinik hin. So, dann können wir da Häuser hinbauen. Sehr schön. Ah, es kostet alles Geld. Ich weiß. Aber wir haben ja schon wieder 10.000 im Ausgang. Darunter auch 640 Baumstämme.
Der Fischereihafen ist fertig. Ist der. Ja, der zählt. Sehr schön. Fischvorkommen sind reichlich. Haben sich wieder aufgefüllt, die Fischvorkommen. Erwarte Ihre Befehle. Der Ranger Corps. Braucht natürlich Highschool, ist klar. Die werden der Wahltag rückt näher, Präsidente. Wie es unsere Verfassung verlangt, haben wir in 12 Monaten Neuwahlen. Wer kam nur auf die Idee, Wahlen obligatorisch zu machen? Jetzt bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen Wahlen abhalten. Zeit zu entscheiden, wer von Ihrer Familie antreten wird, um der nächste Präsidente zu werden. Ich hatte, glaube ich, einen anderen. Ach, egal, ich nehme einfach den hier. Der ist eh schon Champ. Okay, 12 Monate bis zur Wahl. Aktuell liegen wir vorne. Annabella Alvarez ist, wo arbeitet die denn? Die arbeitet im Transportbüro und will Präsidentin werden. Präsidentin werden. Wie gemein. Die Holzexporte laufen, Wachtürme müssten wir noch aufbauen. Wir gucken mal in Alma nach. Was braucht denn unsere Bevölkerung? Zufriedenheit. Sicherheit brauchen. Sie wollen eine Polizeiwache haben. Okay. Gesundheitsversorgung ist besser geworden. Aber wir bauen ja auch gerade eine neue Klinik. Dann müsste es eigentlich noch besser werden. Wohnraum ist halt immer so ein Problemfall. Arbeitsplätze ist eigentlich ganz gut. Arbeitslose sind nur 2. Also Arbeitsplätze haben wir eigentlich mehr als genug. Freiheit ist super. Religion ist, mäßig. So, dann bauen wir einmal Polizeiwache. Wo haben wir denn eine Polizeiwache hin? Eigentlich müssen wir unten dann hier die Felder irgendwann rausziehen. Wir packen die Polizeiwache mal hier in den Hafenbereich. Da, Polizeiwache. Oh, Mr. President, meinen Berechnungen zufolge wird Tropikos Wirtschaft dramatisch einbrechen, falls sie nicht mehr Möglichkeiten für die Reichen schaffen, noch reicher zu werden. Wenn der gegenwärtige Trend sich fortsetzt, haben die Kapitalisten es schwer, ihr Geld in ihren Taschen zu behalten. Es wäre das Beste, wenn sie einen Leuchtturm bauen würden. Ich habe zurzeit zu viele Aufgaben. Na toll, zu viele Aufgaben. Ich wusste gar nicht, dass sowas geht. Zu viele Aufgaben, Rohstoffe, Fischereihafen. Wir bauen mal noch einen Fischereihafen. Welcher bis da oben Sinn macht. Bauen wir hier mal einen Fischereihafen hin. Kommen wir hier runter. Ja, cool. Priorität hoch, bitte. Kriegen wir Geld? Ich glaube, dass es das Schiff ist, was uns Geld bringt. Oder es ist das Schiff. Weiß nicht, irgendeiner bringt uns Geld. Okay, das Militärfort ist besetzt. Der Ranger Corps ist aktuell noch nicht besetzt. Ach, noch haben wir kein Geld bekommen. 4000 Export. Verordnung hatte ich noch keine genommen, ne? Kostenpflichtige Krankenpflege machen wir nicht. Vorgezogene Wahlen, Prohibition, Staatsschulden, Agrarsubventionen haben wir ja eh schon. Denkt die Fabrik alle Kosten, die Kosten aller Fabriken. Exploration hatte ich ja auch nicht gemacht, ne? Hatte ich irgendwie gerade im Gedanken, dass wir die gemacht hatten, aber das ist egal. Okay, wir sind aktuell von den Werten sind wir eigentlich super. Also 63% reicht aus, um gewählt zu werden. Das ist mehr als die CDU hat, also. Das ist, glaube ich, mehr als die CDU jemals hatte. So, naja, super. Präsidente, wir konnten im Rahmen einer Militärausstellung einige Panzer in unsere Finger bekommen. Damit haben wir im Handstreich große Teile Europas erobert, bis uns der Sprit ausgegangen ist. Wir haben die Vehikel zerlegt und hierher gebracht. Nun müssen wir nur noch herausfinden, wie man sie wieder zusammensetzt. Wir haben die Militärbasis freigeschaltet. Nice. Gut, wir haben ja noch mehr als genug Forschung am Laufen. Die Geldbewegung hat zugenommen.
Meine Psychologiebücher sagen, dass ich sie belohnen sollte, damit sie öfter solch kluge Entscheidungen treffen. Wählen Sie Ihre Belohnung. 5 Arbeiter mit Highschool-Abschluss. Baukosten für alle Industriegebäude in den nächsten 4 Jahren um 20% gesenkt. Ja, weiß nicht, Schweizer Numkonto brauche ich eigentlich nicht. Ich wüsste jetzt nicht, wofür ich das dringend brauche. Wir machen das hier. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Okay, dann können wir das... Mr. President, mein Dann können wir das hier machen. Und ein Leuchtturm ist auf dem Wasser? Nee. Gemeinwohl? War doch hier irgendwo. Da. Bietet zusätzliche Handelsangebote einzigartig. Ach, das sind die Schifffahrtswege hier. Pack mal ihn da hin. Okay. Der Leuchtturm ist fertig. Jetzt haben wir neue Handelswege, ist das korrekt? Gold, ich habe kein Gold. Käse exportiere ich doch schon, genau. Oh, mit dem... Wie hieß das Handelsschiff? Guinevere? Da, Guinevere. Haha, witzig. Gut, da oben dauert es eh noch ewig, bis da was fertig gebaut ist. Oh, sind mal gut besetzt hier, die Dinger. Also einige Häuser sind echt gut besetzt. Was kann man hier verbessern? Elektrifizierung und Nachbarschaftshilfe. So, Polizeistation ist noch nicht fertig. Müssen wir mal aber bauen. Also wie die Klinik wir fertigstellen wollen, damit die Leute eben besser verarztet werden können. 4 Abschlüsse, 7 Abschlüsse. Ah, das läuft allmählich. Ich dachte, das machen die automatisch. Strafverfolgungsbehörde erhöht die Sicherheit und spürt Rollen auf der ganzen Insel auf. Ersetzt den Ranger-Trupp durch Elite-Ranger-Trupp. Na gut, wir belassen es erstmal. Wir brauchen ja aktuell das nicht. Uranvorkommen haben wir, also für die Atomzeit sind wir super gewappnet. Na gut, aber ich würde sagen, an der Stelle sollten wir ja erstmal die Folge beenden. Ich hoffe, euch hat es bis hierher gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis denne, cheerio!